So, ihr Lumpis da draußen, willkommen zurück zu Lumpi von Breisgau, der buddhistische Graf mitten im katholischen Europa. Letztes Mal haben wir eine Pilgerfahrt gemacht und eine Konkubine uns genommen und hoffen jetzt, dass da irgendwie ein Nachfolger kommt. So, was ist hier passiert? Schlägerei der Befehlshaber. Statt die Befehlshaber auszubilden, hat Marschall Burchard gegen sie gekämpft. In euren Reihen herrscht wahrlich ein großer Mangel an Disziplin. Der hat letzte Folge noch die ganze Zeit rumgemeckert, er will unbedingt Marschall werden. Und hat sich jetzt geprügelt mit dem Ulderich. Ich verliere 10 Prestige. Gut, das haben wir im Moment sowieso nicht. Ihr geht in einer geschlossenen Kutsche auf eine längere Reise nach Breisgau zusammen mit einigen eurer vertrauenswürdigsten Leibwächter. Als ihr einen steilen Hang mit Blick auf eine Schlucht herunterfahrt, bemerkt ihr, dass ihr immer schneller werdet. Oh, 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 was passiert jetzt? Alle raus aus der Kutsche, alle raus. Ihr und eure Wachen springen aus der Kutsche, bevor sie über den Rand der Schlucht fliegt. Weit hinter euch ist der Fahrer, der mit den Pferden flüchtet, aber eure Wachen holen ihn ein und verhaften den Mann. Er gibt zu, dass er großzügig bezahlt wurde, euch während der Reise in einen Unfall mit tödlichem Ausgang zu verwickeln. Und ihr wisst nicht von wem, dafür werdet ihr hängen. Ihr seht schon, da geht's schon los. Die Leute trachten mir nach dem Leben. Meine Frau ist doch Hofspitzel. Und damit hat sie auf jeden Fall die Chance, dass eine Verschwörung aufgedeckt wird. Im Moment haben wir nämlich keine Kenntnis von irgendwelchen Verschwörungen gegen uns oder gegen sonst jemanden. Das kann ja noch heiter werden. Wir brauchen dringend einen Erben. Dringend. Weil, ich meine, Lumpi ist erst 17 und sie wollen ihn jetzt schon an Kopf und Kragen. Ja. Mein Lehnsherr, meine Mission in Baden ist bislang ein Erfolg. Während meines Besuches am Hof von König Ludwig der Deutsche scheine ich ihn überzeugt zu haben, dass ihr ein gütiger und frommer Herrscher seid und er übermittelt seine besten Grüße. Das ist gut, wenn wir uns beim König Ludwig ein bisschen einschleimen, unser Lehnsherr, weil der könnte ja auch gegen uns integrieren, das wollen wir nicht. Es ist immer noch minus 13, aber immerhin. Besser. Besser geworden. Bei der Beobachtung der Bewegungen am nächtlichen Sternenhimmel stellt ihr fest, dass es regelmäßig wiederkehrende Muster gibt. Diese Beobachtungen haben jedoch viele neue Fragen aufgeworfen. Ihr beginnt euch beispielsweise zu fragen, ob die Erde wirklich das Zentrum des Universums ist. Ei, Ketzerei, ne? Das ist Ketzerei. Um die Zeit mit sowas anzufangen, im erzkatholischen hier, da muss man ganz schön vorsichtig sein. Aber natürlich ist es interessant. Oh, und wir erlangen dadurch 30 Militärtechnologiepunkte und wir bekommen eine Chance auf die Eigenschaft fleißig. Und wir sind fleißig geworden. Das ist sehr praktisch. So, das können wir mal wegmachen. Fleißig bringt uns sehr, sehr viele Boni. Unter anderem auch Bildung, wonach wir ja streben. Das ist doch schon mal noch nicht schlecht. Wir gucken uns Sterne an. So, hier gab es ein Friedensangebot von Jüland. Das heißt, hier oben war wohl Krieg zwischen Ostfranken und Jüland. Aber wir mischen uns da überhaupt nicht ein in Kriege. Der König wurde aus dem Kerker entlassen. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Moment. Ich habe die Einführung des Gesetzes begrenzte Macht der Krone in Königreich Ostfranken beschlossen. Euer Status als mein de jure Vasall berechtigt euch darüber abzustimmen. König Ludwig II. Von Ostfranken, ich stimme zu.
Die Forschungsaktivitäten, die ihr nachts in eurem Observatorium betreibt, stellen sich als höchst faszinierend heraus. Ihr könntet euer Studium der Sterne intensivieren, aber dafür müsstet ihr zusätzliche Gerätschaften anschaffen, um sinnvoll forschen zu können. 30 Gold, das haben wir. Und das werde ich auf jeden Fall tun. Das werde ich auf jeden Fall tun. Wir wollen weiter forschen im Bereich der Sterne. Ganz sicher. So, ich hätte gern die Meldung jetzt mal, dass irgendjemand schwanger ist. Mit 18, Junge, da läuft das. So, er hat versucht, Baron Eberhard von Kalf klarzumachen, was für ein friedlicher Herrscher ihr seid, aber leider sind meine Taten und meine Worte in Verruf gebracht worden. Es hat eher geschadet, aber das finde ich jetzt nicht so schlimm, der Baron von Kalf. Gott sei Dank hat es beim König funktioniert. Meine Gattin Gräfin Gerhild hat mich gebeten, einen meiner Höflinge loszuwerden, den sie als störend empfindet. Gerhild wird sicherlich nicht glücklich sein, wenn ich ihre Anfrage ablehne. Andererseits könnte man denken, dass meine Frau zu viel Einfluss auf meine Handlungen hat, wenn ich den Mann nicht feuere. Ja, die mag den Adolf nicht. Das verstehe ich nicht. Verstehe ich nicht. Aber der Adolf, der ist unser Abt. Der muss bleiben. Tut mir leid. Auch wenn ich den... Ich meine, er sieht auch überhaupt nicht aus wie ein Adolf. Aber ist halt der Adolf, vor allem mit diesem Wappen. So, das wären minus 5 Meinungen, würde meine Frau von mir haben für 2 Jahre. Aber das ist so. Ich sage, der Adolf macht einen guten Job. So, wir sind schon im nächsten Krieg. Diesmal gegen hoher Häuptling von Sorbia. Hier der gute König Ludwig der Deutsche möchte sein Reich verbreitern, aber ich werde mich da einfach raushalten. So, was ist passiert? Moment. Mein Lehnsherr, ich sende euch schlechte Nachrichten aus Breichsrau. Meine Anstrengungen, die Ketzerei auszurotten und die Bevölkerung zu konvertieren, sind auf Widerstand gestoßen. Und die Bauern bewaffnen sich nun. Ich fürchte, wir könnten hier in Bälde eine Revolte ins Auge sehen. Ah, was hast du getan, Adolf? Das Risiko lokaler Revolten ist um 10% gestiegen. Der Bürgermeister ist verärgert und auch der Abt Humbert ist verärgert. Religiöse Spannungen, ich meine, das war zu erwarten, aber wir können unseren Marschall aussenden. Und zwar soll er die Revolten unterdrücken. Das heißt, das Risiko lokaler Revolten ist nochmal 10% gesunken. So, das machen wir. Und du sollst weiter bekehren. Bekehren, bekehren. So, wir haben eine spezielle Personenaktion. Wir können uns verstecken. Warum sollten wir das tun? Ich kann mich verstecken, um sicherer vor Mordanschlägen zu sein. Mein Prestige und meine diplomatische Fähigkeit werden aber wohl darunter leiden. Und wer weiß, wie sich das Leben im Untergrund auf meine Persönlichkeit auswirkt. Nein, ich will mich nicht verstecken. Das mache ich nicht. Das macht der gute Graf Lumpi nicht. Was ich mir vorstellen könnte, aber er könnte sich vielleicht zurückziehen in sein Observatorium und dann da als Versteck dienen, sozusagen. Prestige ist sowieso komplett runden. Und im Moment ist es wirklich so, auch nach diesem Anschlag schon mit der Kutsche, dass ich mir vorstellen kann, dass mir einige Katholiken hier an den Hals wollen. Ich mach das mal. Vielleicht kann man ja auch wieder da rauskommen. Ich verstecke mich mal. Das hat zur Auswirkung, die Vasallen mögen mich weniger, Diplomatie ist schlecht und monatliche Prestige minus 2. Ich glaube, wir haben sowieso... Ja, wir sind auf jeden Fall im Minus.
Solange es sich nicht auf meine Libido auswirkt. Da stand aber jetzt nichts dabei, ne? Ich glaube, mich könnte meine Konkubine und meine Gattin können mich doch im Versteck besuchen, oder? Aber gut, solange ist meine Frau Regentin. Wie komme ich denn jetzt wieder raus aus dem Versteck? Dieser Charakter versteckt sich, um Anschlägen aus seinem Leben zu entgehen. Versteck verlassen. Eure Konkubine, was? Die Wühlersleben ist im Alter von 18 Jahren gestorben. Nach einer Zeit, ja, ist das schön. Da müssen wir uns eine neue holen. So, guck an. König Ludwig II. Von Ostfranken strebt nach Graf Lumpi von Breisgau töten. Tja, da haben wir schon ein richtig großes Problem. Deswegen bleibe ich auch lieber im Versteck. Der gute König will mich töten. Und er hat hier einige Unterstützer. Sogar unseren Marschall. Burchard. Wir können ihn fragen, ob er das macht. Aber nein, das will er nicht machen. Ach so, weil es muss von meinem Regenten bewilligt werden, ja. Würdest du das bitte machen, gute Frau? Wir kommen dafür mal aus unserem Versteck. Das wird natürlich schwierig sein. Die Frage ist, das könnte ich tun. Falsches Glaubensbekenntnis. Aber nein, das habe ich mir geschworen, möchte ich nicht machen. So, wir können aber jetzt vielleicht den Burchard überzeugen, dass er die Verschwörungsunterstützung stoppt. Hä? Wieso muss das jetzt... Muss ich da kurz das laufen lassen? Genau. Ach, guck an. Mein Lehnsherr, mit Freuden melde ich euch den Erfolg meiner Mission in Breisgau. Der Großteil der Bevölkerung ist zum buddhistischen Glauben übergetreten. Ausgezeichnet, ja. Pah, guckt euch das an. Breisgau ist buddhistisch. Die Frage ist, wie lange noch? Weil ich immer noch keinen Nachfolger habe. So, jetzt bin ich aber wieder aus dem Versteck draußen, deswegen frage ich ihn nochmal, ob er das stoppen möchte. Und Ulrich, unser Höfling. Ja, wir können ihn auch versuchen zu konvertieren. Nein, das will er natürlich nicht. So. Es ist trotzdem... Ich glaube nicht, dass er das tut. Das wird ein Problem werden. Jetzt gerade, wo der Breisgau schon buddhistisch konvertiert ist. Wir lassen mal ganz kurz laufen. Ich will wissen, ob die das ablehnen. Mein Lehnsherr, Friede sei mit euch. Ich nehme eure Forderung an. Ich werde König Ludwig II. Zweifelhaften Plan, Graf Lumpi von Breisgau töten, nicht länger unterstützen. Und auch er macht das. Das heißt, wir haben hier eine Verschwörungsstärke jetzt nur noch von 66%. So, dann haben wir hier, das ist wahrscheinlich der Sohn von Ludwig, nehme ich mal stark an, der Prinz Ludwig der Jüngere. Der wird Nein sagen. Und gut, da können wir nichts tun. Dann haben wir den Häuptling von Ostfriesland. Was
mischst du dich denn damit ein? Der wird auch Nein sagen. Und dann haben wir Herzog von Thüringen. Der wird auch Nein sagen. Die wollen mich also alle töten. Viel dagegen tun kann ich im Moment nicht. Ich muss sehr vorsichtig sein, aber ich weiß nicht wie. Ich würde jetzt sagen, diese Entscheidung, die werde ich nicht machen. Wir gucken jetzt mal, was passiert. Ich hole mir wieder eine Deputantin an den Hof. Wir haben die Ermengard, eine buddhistische, paranoide, stolze, fleißige, wohltätige Frau, die meine Konkubine wird. Und wir hoffen einfach, dass wir einen Nachfolger bekommen, bevor wir einen Dolch in den Rücken bekommen. Mein Besuch des Klosters, in dem mein Orden sich dieses Mal zum Konvent versammelt hat, widme ich mich zusammen mit anderen Laienbrüdern den Pflichten, die man uns anvertraut hat. Am Abend, nach einem harten Tag Arbeit, lässt der Abt die Laienbrüder zusammenkommen und zeigt ihnen den größten Schatz des Klosters, ein lange gehütetes Relikt. Das ist ganz nett, denke ich. 25% Chance auf Zufrieden. Lasst uns zu Ehren des Relikts feiern, übernehme die Kosten. Nein, das werde ich mit Sicherheit nicht tun. Es dürfte zwar allen gefallen, aber 50 Gold, nein. Es soll mir gehören. Beginnt mit der Planung zum Raub des Juwelenbesetzten Danda. Nein, ich werde doch nicht im Kloster, in meinem buddhistischen Kloster, irgendein Relikt klauen. Ich denke, das ist ganz nett. Und wir sind zufrieden. Das ist doch schön. Friede sei mit euch, Sotapana Lumpi. Der Savaka Sangha Zirkel benötigt mehr Geld, um seine wohltätigen Funktionen aufrechtzuerhalten. Wir hoffen, ihr könnt einen Teil eurer weltlichen Reichtümer erübrigen, uns bei dieser heiligen Mission zu unterstützen. Das ist das hier unten, ne? 100 Gold, bis ich das zusammen habe. Das muss ich leider ablehnen, diese Mission. Gibt mir eine andere. So, die mögen mich als eigentlich alle ziemlich. Auch der Burkhard mag mich. Und er würde zum buddhistischen Glauben konvertieren. Da fragen wir ihn doch mal. Dann haben wir noch den Bürgermeister, der mag mich nicht so. Deswegen wird er das auch nicht machen. Aber das ist ja schon mal erstaunlich. Ich gucke jetzt gerade mal. Im Reich haben wir jetzt schon 5. Beziehungsweise, ich nehme euren Waisenrat an und werde sofort zum buddhistischen Glauben konvertieren. Das heißt, es sind jetzt schon einige mehr. Der Verteidigungspakt gegen wen? Wer ist er? Okay. So, stopp mal. Eure nächtlichen Untersuchungen der Bewegungen der Himmelskörper erweitern euren Horizont auf vielerlei Weise. Ihr spürt, dass ihr das Universum nun besser versteht. Ich spüre die Harmonie draußen. 100 Militärtechnologiepunkte. Ja, als ob mir das jetzt irgendwas bringen würde. So, das ist hier nicht schlecht. Wir haben 2, 4, 6 Buddhisten jetzt schon im Breisgau. Also, und die, was noch wichtiger ist, der Breisgau ist buddhistisch. Dann könnten wir nämlich eigentlich beginnen, unseren Upadhyaya in eine andere Provinz zu schicken, und ich würde gleich aufs Ganze gehen und versuchen, ihn nach Baden zu schicken. Ja, das geht nicht, ne?
Es geht nicht. Ich kann ihn nirgends hinschicken. Okay. Nein, dann würde ich sagen, dann bleib hier im Breisgau. Schade, das wäre super gewesen, wenn ich ihn da nach Baden schicken kann. Aber ich glaube, ich kann nur eigene Provinzen konvertieren lassen. Nun gut. So, wie wird's weitergehen mit Graf Lumpy? Wird er einen Nachfolger bekommen oder wird er vorher ermordet? Es bleibt hier wirklich spannend. Also hätte ich gar nicht gedacht, dass das so spannend ist. Ein Buddhist im erzkonservativen Europa um 869. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, nächste Folge kommt und ich hoffe, ihr seid dabei. Ich sag mal bis dahin, Leute, macht's gut. Bis dann.